Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen jetzt weiter. Wir müssen immer noch hier den Bettlerkönig und die Triss finden. Wir mussten jetzt gerade leider unsere Schwerter abgeben. Ich wollte jetzt hier nochmal eben gucken, dass ich ein bisschen Loot bekomme. Denn ich musste ja gerade 50 Gold dafür bezahlen, dass ich hier reinkomme. Oh, das ist ein Junge. Ich habe gedacht, das ist eine Alte, die hätten wir vielleicht flexen können oder so. Ne? Ja, ich musste auf jeden Fall 50 Gold dafür bezahlen, dass ich hier Eintritt bekomme. Ich weiß nicht, ob man da hätte vielleicht irgendwie drum herum kommen können, aber ist ja auch egal, jetzt haben wir es bezahlt. Wir haben den einen Händler gerade schon einiges an Zeug gegeben und dem quasi seine ganze Kohle abgestaubt. Abgeknöpft. Jetzt müssen wir halt, wie gesagt, den Bettlerkönig und die Triss finden. Und ja, zwischendurch wollte ich halt immer mal wieder ein bisschen looten. Hier ist so ein Bandit, der guckt mich schon scheiße an. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge. Hier kommen wir auch noch rein. Öffnen. Hoppala. Okay, was geht hier? Ist das Schatzkammer oder was? Pass auf, Penner. Was? Novigrad ist nicht dein Revier. Kollege, ich würde mal nicht so das Maul aufreißen. Ich habe zwar keine Waffen, aber... Okay, da können wir runter. Ich denke mal, da müssen wir sogar theoretisch runter. Haben wir hier oben noch irgendwie was? Ne, hier ist nichts zu looten. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal da runter. Gucken wir mal, was da so abgeht. Hier ist sogar eine Leiter. Zack, gehen wir mal eine Leiter runter. Leider. Mit Leiter kommt man weiter. Okay, was geht hier ab? Ach, das ist bestimmt die Kanalisation. Hier hätte ich bestimmt so reingekonnt. Ohne die 50 Gold zu bezahlen. Und dann hätte ich meine Schwerter hier drin gehabt, wa? Kann das? Abgeschlossen. Okay, dann geht's da wahrscheinlich doch weiter. Dann müssen wir später erst hier hin. Dann ist das kein Eingang, sondern eher ein Ausgang. Bestimmt fangen wir hier gleich eine fette Schlägerei an und dann bevor wir hier wieder durch das Tor... Obwohl, dann komme ich nicht an meine Waffen ran. Die ist auch abgeschlossen. Okay, ein bisschen merkwürdig. Hier oben ist noch eine Treppe, eine Leiter. Was willst du? Dass du deine Schnauze hältst. Gehst du auf die Eier. Okay, warum kann ich hier hoch, wenn hier nichts ist? Finde ich seltsam. Naja, gut, gehen wir hier wieder runter. Er fuchtelt da schön mit seiner Axt rum. Siehst käsig aus. Du. Hast du verdorbene Schafsfüße? Na, hier sind auch wieder so furzende Affen. Komm ich hier rein? Ja. Eine Krone? Ist hier was? Ja, da ist was. Ein Fläschchen. Da ist nichts mehr. Also die sind ganz schön arm hier, die Diebe. Sind anscheinend keine erfolgreichen Diebe. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Okay, raus hier. Zwei? Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die? Da ist die Tür, wo wir rein müssen. Ich hab sie aufgehoben. Gehen wir hier nochmal eben kurz lang. Du bist angeblich der beste Taschendieb. Willst du mir nicht? Oh, das ist ein ganz schön weitläufiges Gebiet, glaube ich, oder? Jetzt auf den Marktplatz, Schätzchen. Ganz abgeschlossen. Das meinte ich nicht. Was war? Ich dachte an etwas Vergnügen, bevor ich auf dem Scheiterhaufen war. Die will ficken, die Alte. Zerbrochene Hake, die ganze Scheiße, die ich gerade verkauft habe, finde ich jetzt hier en masse. Finde ich schon wieder ein bisschen eigenartig. Ein bisschen dumm. Okay. Da komme ich auch noch rein. Komm, verpiss dich mal, Gimli. Ist hier noch was? Dann können wir wieder die eine Kiste looten, wie in jedem Haus. Und wird oben wahrscheinlich nichts mehr sein. Doch, da war noch was. Da ist noch was. Ein Silberbarren. Okay, das ist ein erfolgreicherer Dieb. Reicherer. Okay. Ganz Maul, Gimli. Hier waren wir auch noch nicht drin. Geht auch nicht. Du bist so grau wie meine Oma. Was ist hier? Waren wir hier schon? Ja, klar, hier waren wir schon. Ne, doch nicht. Hier waren wir noch nicht.
Eine Puppe. Ohne Scheiße, das sind alles die Sachen, die ich gerade verkauft habe. Okay, komm, Schnauze voll, jetzt gehen wir zu der Quest. Oh. Oh. Hier müssen wir nochmal eben rein. Eine Servierplatte. So, jetzt aber. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er Schwerter schlucken kann. Kennst du das auch? Ja, aber dann bin ich tot. So, gehen wir mal rein hier. Gut. Trist wird wahrscheinlich die Rothaarige sein. Oh, zwei Wasserflaschen Pfeffer. Du nimmst schon 8 Zehntel von dem, was wir erhalten. Ja, aber bedenke, dass ich es bin, der all eure Verstecke und Schlupfwinkel sichert. Ah ja, das ist auf jeden Fall der richtige König. Ah, guck mal, jetzt kommt sofort, Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus, während ihr, nun... Ohne unsere Hilfe wird der leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Oh, die rote Haare. Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Also. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Natürlich. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Aha. Und... Indianer oder was? Stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Du siehst ganz schön hässlich aus. Wie nennst du dann diesen Ort hier? Ja, machen wir das hier. Und die Tempelwache toleriert dein kleines Unternehmen? Sagen wir so. Sie weiß den Wert der Novigrader Krone zu schätzen. Hm. Menge wirkt nicht so, als könnte man ihn kaufen. Jeder ist käuflich. Doch Menge würde mich wirklich ein Vermögen kosten. Gut, dass seine Beamten nur Menschen sind. Manchmal werden sie krank, ein andermal wollen sie sich amüsieren. Dann verkauft Noten. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Nein? Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Naja, kann man auch so sehen. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, ich will hier nicht wohnen. Meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Kann ich sie flexen? Ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Also sagen wir so, dann haben wir auf jeden Fall einen Aufstieg, ne? Weil die Kara, ich meine, die war schon gut, aber die Triss hat rote Haare, ne? Also, ist das schon ein Aufstieg? Hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir... Wie ich es mir was? Scheißendreck. Gib mir mal die Schwerter. Zauberin, schön wie immer.
Wie schade, dass du gehst. Gib mir meine Klamotten. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Aber sowas von. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und die wiedergebe. Und das mache ich auch. Der Typ ist auch besoffen, Alter. Hier ist dein Zeug. Danke. Na, geht doch. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Also scheint so, als wenn der doch ein ganz netten wäre. Dem muss ich dann doch keine Schläge drohen. Wichtige Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Dich. Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Weiß ich nicht. Lass uns die Fische fragen. Die wohnen ja im Meer. Die wissen mehr. Versteht er das? Oh, guck mal, da kann ich was nehmen. Geil. Meins. Sollen wir mal das Licht ausmachen hier? Dann sitzen die alle im Dunkeln. Oh lol. Nur weil es regnet, will die direkt das Doppelte, Alter. Geh. Wucher. Muss ich da jetzt... Ja, doch. Ich muss da hinterher. Gott sagen, muss ich da eigentlich hinterherlaufen? Ey, ey, ey. Ich will nur looten. Ja, Kräuter. Ist okay. Ich wollte das nicht lesen. Ey, ey, ey. Hier, ich kann jede Menge Wüsemabier. Okay, da war auch noch viel zu looten. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Und jetzt? Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte. Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Jetzt? Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Boah. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Wow, jetzt habe ich einen Tümpel schon. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Oh, toll. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Na, Weiber. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nicht. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt, aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf, ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da, wo ich gerade schon war. Nur da war ja die Tür noch verschlossen. Okay. Na, jetzt laden wir den. Räumen wir den Sprit erstmal den Herr des Nordens Ochsenfuhr. Jetzt räumen wir den erstmal den Laden aus. Da war noch ein Ei. Weil, wegen dem darf ich jetzt tauchen. Na, die Bücher, die muss ich glaube ich nicht vorlesen oder allgemein lesen. Nun? Wait, hier ist noch was zu looten. Dann kann ich den nächsten Händler gleich auch wieder ausnehmen. Wobei, warum ausnehmen, ne? Na gut, ich habe den ja auch erst die Sachen geklaut. Zack, Feuer ist gefährlich, Junge. Lass die Scheiße aus. Wehe, ich komme hier gleich wieder rein und du hast die Kerze wieder angemacht. Und dann hau ich dir aufs Maul. So, hier oben ist auch noch jede Menge Stuff. Geil. Die Bücher immer das Doppelte, ne? Immer in doppelter Ausführung.
Und die Schüssel alles kaputt geht oder was? Quecksilber. Also wir finden hier jede Menge Zeug zum Heilen. Brot, Wasser, gegrilltes Fleisch. Alles geiler Stuff zum Heilen. Das gefällt mir. Weil Heilung bin ich ja immer knapp. Und mal hier. Schwerter. Fehlender Langschwert brauche ich nicht mitnehmen. Aus die Scheiße, hier ist auch noch mal eine Kerze gewesen. Na gut, komm, machen wir die an. Vielleicht fackelt der in die Hütte ab. War der Eimer auch noch zu looten? Nein. Okay, hier ist auch nichts. Doch, da. Kohle, Wasser, Alkohest. Okay, so, jetzt bin ich fertig. Wir können abhauen. Triss, Mausi, wo bist du? Lass uns hier verschwinden. Okay. Oder? Ne, guck mal, hier war ich gerade noch nicht, aber... Hier ungefähr in der Nähe. Oh, lol! Hier sind Ertrunkene... Oh, Alter! Bist du, Goofy? Oh, lol! Wie viel hält der Typ denn aus, Alter? Wichser! Wie viel hat der Scheiß-Typ denn jetzt ausgehalten? Muss ein Ausgang sein. Das Brit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Oh lol, da war irgendwas Geiles! Wait, was war das? Was war das? Was ist das? Salami. Salmianische Brigantine. Vitalität, Durchbohrungsresistenz, aber 11 Rüstung weniger. Schade, aber die ist viel wert. Rüstung. Naja, geht. Schuhe sind kacke. Okay. Achso, ich kann ja jetzt 90 tragen. Okay, ich habe neue Rezepte und so gefunden. Dann müsste ich da gleich auch mal gucken, ob wir mal irgendwo wieder was schmieden können. Da war wieder ein Dings. Mehr Rezepte und nochmal irgendwie so ein Runenstein. Okay, hier ist nichts mehr. Welchen Zauber habe ich eigentlich drin? Geht nicht. Ich will den Yard haben. Ich denke mal, wir werden wieder viel gegen menschliche Gegner spielen. Da ist der Hebel. Wo? Da, nutzen. Da ist er. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Nokmulin so viele Magier hierher gekommen. Achso, warte mal. Weil mir jetzt gerade eingefallen ist, wir werden wahrscheinlich gegen Humanoide kämpfen. Könnte ich mal hier gucken, wegen der Trophäe. Warte mal, wo war das hier, Plätze? Nein, nein, da. Da war ich wieder zu schnell. Humanoide, da haben wir doch da. Bonuserfahrung gegen Humanoide. Da müsste doch eigentlich auch was bringen, wenn die Plätze nicht hier ist, oder? Dachten sie wären hier sicher vor Radowitz Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Oh. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld? Geld und Geld. Ach so. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsviertel. Anderlinge? Aber die Zwerge kontrollieren praktisch das finanzielle Leben der Stadt. Offiziell heißt es, dass Novigrad neutral bleiben wird. Aber das glaubt wohl niemand. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Ach, du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Okay, ab rein ins Wasser. So, tauchen. Oh lol, dreckig. Okay, wir schwimmen einfach mal hier runter. Da ist auch schon die Kiste, glaube ich. Auf jeden Fall ist da was zu looten, also mehrere Sachen zu looten. Dann holen wir uns da einfach mal. Frei wie wir sind. Friedensstifter. Das ist bestimmt eine Waffe. Da vorne habe ich jetzt schon gesehen. Was ist hier noch? Pferdenleser rausgehört. Wasservibe absolut.
Ledersack. War hier noch was? Ich glaube nicht. Da sind noch Kräuter auftauchen. Ein bisschen Sauerstoff tanken. Brauchen wir ja auch. Oh lol, ey, ich vergesse neuerdings irgendwie komischerweise die Zeit, weil ich jetzt momentan halt viel am Stream bin. Und da muss ich nicht auf Zeit achten. Okay, wir können hier hoch. Gut, Leute, wir haben den Sack. Wir machen dann hier einen Cut, weil ich weiß nicht, ob die gleich wieder quatschen. Ja, beim nächsten Mal machen wir einfach die Quest weiter und schauen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Ich will hoffen, ihr seid es auch. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, wird es mich freuen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein.